Hallo und grüße euch zum neuen Video. Heute möchte ich den Frontkraftheber, in meinem Fall ist das ja der Lesnik SHL S8, an meinem Massey Ferguson 254S anbauen. Gekauft habe ich den Frontkraftheber bei der Firma S&T Forst Service. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Was machen wir heute? Wir passen heute die Konsolen an. Das sind diese zwei Halterungen links und rechts vom Traktor, womit ich dann den Frontkraftheber mit dem Traktor verbinden kann. Bei mir ist ja das Problem, ich habe eine Motorhaube, die sich nach vorne öffnen lässt. Und das ist jetzt nicht gerade optimal, natürlich, wenn man jetzt vorne hier dran einen Frontkraftheber hinbaut, weil, ich zeige es euch mal, hier habe ich natürlich, wenn ich jetzt den hochheb, also wenn ich jetzt die Motorhaube nach vorne klappe, dann habe ich hier den Platz verloren. Das heißt, hier muss ich in meinem Fall weiter rausgehen. Das heißt, ich habe hier einen Abstand. Wie habe ich den Abstand ermittelt? Ich habe mir einfach ein Blatt Papier genommen, irgendein Rest halt. Habe das so hingehalten jetzt, dass ich hier diesen Winkel hier habe. Einfach mal, da kann ein Karton sein, das kann ein Stück Holz sein, was man sich abschneidet. Oder eben wie in meinem Fall jetzt einfach ein Papier. Ja. Wenn ich jetzt den Winkel hier so habe, ich komme nicht weiter hin. Also entweder, ich muss ja hier hoch in die Höhe. Also habe ich hier schon mal diesen Abstand hier von 2 cm. Aber jetzt kann ich noch nicht öffnen. Moment. Ah, geh auf, du Teil. So. Also jetzt kann ich hier noch nicht öffnen. Das heißt, ich muss jetzt in meinem Fall diesen Winkel ermitteln, wo ich noch gut öffnen kann. Ja, im Endeffekt wäre es dieser Abstand circa, sagen wir mal 3 cm. Jetzt probiere ich es nochmal. Praktisch ist, wenn man jetzt jemanden zweiten hätte. Ja, so 2,5 cm Abstand muss ich hier machen. Besser sogar 3 cm. Also wie ihr gesehen habt, das ist bei mir leider ein bisschen blöd. Da habe ich jetzt aber auch keine andere Lösung. 3 cm Abstand von dieser Anbauplatte vorne zu diesem Maß hier, also zu hier, muss ich halten. Hier also 3 cm. Die können wir aber problemlos ausgleichen. Also vom Anbau selber her ist das kein Problem hier. Man kann, oder das werde ich wahrscheinlich auch machen später, diese 3 cm später noch mit also die zwei Konsolen links und rechts dann später noch mit einem Flachstahl verbinden. Und da kann man dann die 3 cm schön ausgleichen. Man muss halt jetzt einfach sehen, wenn man das jetzt in meinem Fall so anschaut, da steht halt natürlich die Motorhaube auch ganz schön über. Und von dem her geht jetzt das in meinem Fall nicht anders. Das nächste, was man hier beachten muss, wenn man hier jetzt die Flucht anschaut, dann ist das hier bei diesem Block anschließend nach diesem Block hier, nach diesen, wo die Schrauben drin sind, geht es bei mir hier weg, zur Seite weg. Und diese Biegung, die müssen wir natürlich auch hinkriegen. Wir werden das hier berücksichtigen, also ich werde das hier so weit rausbiegen, dass das hier später hier drauf geht. Unten natürlich dann für diese Achse ausschneiden. Und das, was wir ausschneiden, tun wir oben wieder dran schweißen. Und hier hinten machen wir Hülsen hin. Das ist vom Anbau her kein Problem. Wir werden jetzt also hier so rübergehen, so hergehen ungefähr. Und werden dann hier diese nächste Biegung machen, dass es hier gerade so hintergeht. Ja. Das heißt, wir haben hinten auch bei diesen Verschraubungen hier einen kleinen Überstand. Das ist aber jetzt nicht weiter tragisch, weil später, also ich plane es jetzt einmal hier erst einmal mit hier solchen Abständen ein. Das ist dann hier 1 cm, 1,5 cm so in etwa, schaut es dann hier so über. So, weil später gehen wir mit dem zweiten hier hinter und verbinden das hier
mit dem Block hier. Ja, so ist der ursprüngliche Plan. Ich hoffe, das passt alles, das geht alles auf. Jetzt geht es ans Ausmessen, ans genaue Ausmessen. Und zwar brauchen wir ja die erste Biegung. 7 cm plus den 3 cm, also bei 10 cm, müssen wir die erste Biegung beginnen. Hier weg 10 cm. Hier kommt er hin, hier ist ein Plan, so in etwa. Und das heißt, von hier 10 cm jetzt machen wir die erste Biegung. Das ist bei mir die Außenseite jetzt von der, wo ich es angezeichnet habe. Wenn ich es in diese Richtung jetzt hier hochbiegen will, dann muss ich die Rückseite anzeichnen. Das heißt, ich drehe das Ganze jetzt, lege hier meinen Block wieder hin. Dann haben wir jetzt hier gesagt 10 cm. Wenn ich jetzt allerdings 10 cm nehme, dann ist ja der Knick erst, wenn das ist eine Materialstärke hier übrigens von 15 mm, dann haben wir den Knick ja erst später. Aber jetzt hier bloß zwei Holzplatten schnell. Wenn ich das jetzt hier so knicke, das schaut so aus. Ich schneide es auf der einen Seite ein und auf der anderen bleibt es drinnen. Und ich knicke das Ganze, dann schaut es ja drüber. Schwierig jetzt das Ganze zu ermitteln, aber zumindest muss ich was frei halten. Also ich würde jetzt einmal sagen, mindestens die Hälfte. Wenn wir es bei 10 cm haben wollen, ich nehme jetzt trotzdem bei 9 cm das Ganze. Das heißt, ich zeichne hier 9 an. So. Das heißt, hier wird jetzt eingeschnitten. Der erste Schnitt ist immer das Schwierigste. Ich will es natürlich nicht kaputt machen, das Ganze. Aber es müsste schon in etwa passen. Warum übrigens einschneiden? Wir schneiden das jetzt hier ein, biegen das Ganze. Also dann kann ich es besser biegen, weil eine 15 mm Stahlplatte kann ich nicht mehr biegen. Ich habe da keine Ausrüstung dafür. Ich könnte zwar einen Schlossereibetrieb fragen, aber bei 15 mm Stahl in 14 cm Breite, ich glaube, da werde ich lang suchen, bis ich da einen Betrieb gefunden habe, der mir das biegen kann. Vor allem genau an diesem Punkt biegen kann. Man kann das mit Sicherheit irgendwie eine Biegung reinkriegen. Das ist schon klar. Ich meine, verbiegen tut sich jeder Stahl einmal. Aber ob das genau an diesem Punkt ist oder... Okay, also deswegen, ich mache es jetzt so, da kann ich es dann selber machen, da fällt das Biegen einfacher und später schweiße ich das Ganze in mehreren Lagen einfach wieder zu. Also ich schneide das hier mit meiner Metallbandsäge durch. Hier ist jetzt nur das Problem, dass ich es rechtzeitig diesen Punkt erreichen muss, dass es nicht komplett durchgeschnitten ist, weil natürlich dieses ist nicht gerade, der schneidet jetzt nicht gerade runter, sondern hat halt so immer so einen Winkel drin. Das heißt, hier wird es zuerst durchschneiden, das wollen wir nicht. Während hier noch Winkel drin, also hier noch Material drin ist. Das heißt, ich nehme es jetzt mal, schneide es mal durch und den Rest werde ich halt wahrscheinlich dann mit dem Winkelschleifer machen. Beziehungsweise vielleicht das Material. Vielleicht kann ich es auch umdrehen, das Ganze, und nochmal von der anderen Seite sägen. Hier ist das, wo ich aufpassen muss. Also die Hälfte hat man schon durch, während man auf der Seite noch nicht einmal im Material eingetaucht ist. Da werde ich dann von der anderen Seite auch nochmal schneiden müssen. Jetzt ist mir noch was anderes eingefallen hier. Ich könnte ja hier was drunter legen, dass das sich vom Winkel her besser an das
besser anpasst an diese, an dieses Sägeblatt. Jetzt schaut das Ganze viel besser aus. Schauen wir mal, ob es klappt. So, jetzt hat es besser gepasst. Jetzt haben wir nämlich hier 6 mm. Und hier sind wir auch bei 6 mm, was übrig ist. Also sprich, von 15 mm habe ich 9 mm durchgeschnitten und 6 mm bleiben noch übrig. Ich hoffe, dass ich das soweit gebogen bekomme, ansonsten muss ich es noch tiefer schneiden. 6 mm ist auch schon grenzwertig, ist auch schon sehr viel. Eigentlich müssten wir wahrscheinlich noch weiter runtergehen, aber jetzt schauen wir mal. Ja, also es hat jetzt wunderbar hingehaut. Wir haben natürlich jetzt durch diesen Winkel, wenn ich hier was untergelegt habe, ich habe ja alte Messer vom Mähwerk untergelegt, die ich, und zwei Stück habe ich da untergelegt und das passt genau vom Winkel her bei mir, dass ich, weil wenn ich es hier so reinschneide und hier so reinschneide, dann bleibt ja in der Mitte immer auch was übrig. Und jetzt durch das, dass ich den Winkel angepasst habe, kann ich hier natürlich schön flach runterschneiden, auch was die Mitte angeht. Das ist insofern wichtig fürs Biegen später, weil wenn ich es jetzt biege, ich habe jetzt auch darauf geachtet, dass ich hier dasselbe Maß habe wie hier vom Reinschneiden, weil wenn ich es biege später, dann biegt sich's eventuell schief. Also da war ich doch wohl zu optimistisch mit den 6 mm, was übrig lassen habe, das da geht gar nichts natürlich. Zumindest nicht einfach so im Schraubstock. Ich habe es jetzt noch ein bisschen reingebohrt. Ich habe jetzt noch ein bisschen reingeschnitten. Ein bisschen ist gut. Schauen wir mal, jetzt sind wir so bei 3-4 mm beidseitig. Jetzt lassen wir uns überraschen. Da geht der ganze Tisch. Also klappen tut's. Man muss schon ein bisschen was übrig lassen. Eine große Biegung wird es ja nicht. Also muss ich jetzt aufpassen. Da werde ich ein paar Mal draußen nachschauen müssen, ob das passt. Großer Winkel wird es nicht. Kraft braucht man. Natürlich könnte ich jetzt einen Hammer noch nehmen, mit dem Hammer noch draufhauen. Ich könnte es auch noch heiß machen, das Ganze. Aber so geht es jetzt auch. Ein großer Winkel ist nicht 90 Grad, das sind bloß ein paar Grad. So. Das ist für mich hier bloß wieder so eine kleine Schablone, die ich draußen angefertigt habe. Als kleines Hilfsmittel. So, probieren wir es jetzt draußen mal aus. Also ich würde sagen, das passt. Ich habe es jetzt hier mal hingelegt, also hier sind wir plan drauf. Und wenn man jetzt hier das so anschaut, einen Winkel haben wir. Ja, das passt wunderbar. Das passt super hier vom Winkel, dass wir hier genau vorbeikommen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt braucht man nämlich hier genau den zweiten Winkel. Gut, wie messen wir das jetzt aus? Also, auf jeden Fall muss ich hier auf der Seite hier außen schneiden. Also mit den 3 cm, das passt hier auch. Dann haben wir unseren Winkel zumindest an der richtigen Stelle gesetzt. Fast sogar schon ein bisschen zu viel, aber es ist okay, es passt. Also ich zeige es euch jetzt nur mal, wie es ich mache.
ich nehme jetzt hier einfach diesen, das Gerade hier, sage ich mal, die Flucht hier, das Gerade, und zeichne mal hier einen Strich an. Ich kann es ja mit der Motorhaube in etwa vergleichen, dass das Gerade runter geht hier. Und dann habe ich hier diesen Punkt und diesen Punkt. Und ich sage mal, ab diesem Punkt hier ungefähr sollten wir biegen. Das wäre hier dann ungefähr. Das messe ich mir aus. Ab hier biegen wir. Hier schneide ich flach rein und biegen es in die Richtung rüber. Dann dürfte das passen. Schauen wir nochmal, ob das... Wie gesagt, das ist ein bisschen eine Spielerei und Erfahrung habe ich da auch keine. Aber wenn ich mir das hier also anschaue, das passt genau überein. Ich messe mir das jetzt hier aus, schneide das hier ein und sehen wir schon, ob das dann richtig ist. Ja, das Messen ist das A und O. Also hier ist meine Linie. Hier ist dann der Punkt. Hier. Die ziehe ich mir jetzt darüber. Und dann markiere ich es mal hier. Und das ist wieder der Punkt, wo wir einschneiden. Jetzt mache ich es gleich so mit dem Unterlegen. Ich lege jetzt also hier gleich meine zwei Abstandshalter unter, oder meinen Abstandshalter, um das Ganze schräg zu stellen. Mittlerweile habe ich es jetzt vorhin schon ungefähr herausgefunden, wie tief ich jetzt hier geschnitten habe, also wie viel Abstand ich hier noch habe. Und dann sollte das beim zweiten und auch beim dritten, vierten Mal vier Schnitte mache ich ja insgesamt kein Problem sein. Okay, das sollte biegen können. Biegen tut sich's. Super. Aber das Einspannen so ist jetzt natürlich nicht so optimal. Aber es geht. Also vom Winkel her passt es in etwa. Ich habe jetzt fast sogar schon zu viel gebogen, da muss ich jetzt aufpassen. Ich vergleiche das jetzt, also ich halte das jetzt hier gerade hin, dann soll es natürlich hier hinten auch gerade werden. Eventuell muss ich noch ein kleines bisschen zurück. Das Biegen habe ich jetzt mit dem Hammer gemacht und natürlich ein bisschen so gebogen mit der Hand. Das ging jetzt auch. Okay, so schaut jetzt das Ganze aus von der Biegung her. Zweimal gebogen. Und so bauen wir es dann hin. Das ist auch schwer, das Teil. Thank you.
Also wenn das jetzt nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir hier den Abstand. Also hier passt es perfekt. Damit kann man jetzt schon was anfangen. Schaut gut aus, wie ich finde. Ich habe mir jetzt hier noch eine Markierung gemacht, habe mir die Länge ausgemessen, wie ich es brauche, bis zu der hinteren Halterung, die dann hierhin kommt. Das ist zu viel, das schneiden wir jetzt ab. So, das erste Teil ist fertig. Zumindest was das Ausmessen angeht und das Einsägen. Das hier, das wird natürlich hier später noch zugeschweißt, das ist klar. Aber bevor ich das mache, übertrage ich jetzt erst einmal die Maße auf das zweite und dann schneiden wir erst einmal hier das Ganze ein. Das zeige ich euch, wenn es fertig ist, wieder. Ein bisschen noch, bevor mich alles runterfällt heute. Irgendwann hole ich meine hydraulische Presse noch. Ich hoffe, sowas kommt nicht nur ab und zu mal vor, das ganze Biegen. Aber ich hätte nicht einmal gedacht, dass ich irgendwann einmal 15 mm Stahlplatten biegen müsste. Geschweige denn schneiden muss und so. So, hier ist mir jetzt die ganzen Bohrer runtergehauen. Dann biegen wir das noch. Also hier erkennt man jetzt schön, wie weit ich es eingeschnitten habe. Das habe ich falsch rum eingespannt. So wollen wir es biegen. Also wenn ich es jetzt übereinander lege, dann passt es hier genau. Ja, hier geht es jetzt noch nicht, ich muss jetzt hier erst abschneiden. Aber der Winkel passt bestens. Gut, schneiden wir das hier auch noch ab. Ja, beide Teile sind jetzt gebogen. Beide Teile habe ich jetzt gekürzt aufs richtige Maß. Das soll es jetzt gewesen sein für den Teil wieder. Und im nächsten Teil werde ich wahrscheinlich die Bohrungen setzen. Wir werden hier das verschweißen. Wir werden, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich muss ja hier noch einen Ausschnitt auch noch einplanen. Da kommt ja hier diese Pendelachse, die geht ja hier entlang. Die ist ja dann so, dass das aktuell ja gegen das Material stößt, also muss ich ja hier einen Ausschnitt machen, den muss ich noch einzeichnen. Ja, eine Menge noch zu tun, zumindest an diesen Platten. Das, was man hier dann wegschneidet, kann man ja dann gleich hier oben wieder hinmachen, weil ja hier die Konsole, also diese, das sind die Konsolen, diese Anbauplatte ja höher geht. Also das muss man dann alles noch schauen. Fürs Erste ist jetzt gebogen, da bin ich jetzt schon mal froh drum. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann mich nur noch mal bei der Firma bedanken, bei der Firma S&T. Die haben mir die ganzen Tipps hier gegeben. Die haben mich hier beraten, die haben mir die Konsolen zugeschnitten.
Die haben mir diese Blöcke zugeschnitten, die was dann hier die Adapterblöcke. Man kann das zwar alles kaufen, dann ist es allerdings so, dass es dann nicht das richtige Maß hat, sondern es hat vorgefertigte Maße. Also gerade die gibt es dann in 1 cm Maß, in 2 cm Maß und so weiter. Da hätte ich eine Menge gebraucht, deswegen bin ich ganz froh, dass mir das hier so zugeschnitten worden ist. Also nochmal danke an die Firma S&T von meiner Seite aus. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann, ciao, ciao.